Der zweite Tag beim 123. Deutschen Traber Derby wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Derbywoche ist ein Mega-Event in Berlin, gehört zu einem Pflichtprogramm. Die Atmosphäre ist schön. Ganz gute Fähre an der Start, große Kompetition. Ja, für mich ist das wunderbar, für mich ist das super. Zweiter Tag der Derbywoche. Heute stehen die Stuten im Vordergrund, auch bei der Hitze. Da sagt man, es ist eigentlich kein Stutenwetter. Aber wir suchen hier die Finalteilnehmer für die nächste Woche, wo das Finale stattfindet. Am Samstag, den 4. August, Finale. Und wir haben heute 4 Vorläufe. Jeweils die ersten 3 qualifizieren sich fürs Finale. Damit haben wir 12 Pferde im Finale am kommenden Samstag. Doch zuvor wurde erst einmal ganz im Sinne der Tradition das blaue Band durchschnitten. Neben Eigentümer Ulrich Mommert nahmen unter anderem auch ausgewählte Fahrer die Schere in die Hand. Danach stimmte Sänger Michael Schulte Zuschauer und Teilnehmer musikalisch auf den Renntag ein. Und jetzt konnte es wirklich losgehen. Los geht's mit dem ersten Lauf des Stutenderbys 2018. Und zwar mit Dion Tesseler, der mit niederländischer Gelassenheit auf das Rennen blickt. Normalerweise, so wie die letzte Mal gegangen, muss es normalerweise heute, muss es gehen. Die Stute ist mit Sicherheit schnell und hat auch das Zeug dazu, hier vorne mitzumischen, aber wenn wir Dritter, Vierter sind, sind wir zufrieden. Doch danach sah es zunächst gar nicht aus. Zwar hat Girl of Many Missions einen starken Start und Tietz kann die Führung an sich reißen, doch diese ist nicht von langer Dauer. Jetzt in zweiter Spur aufrückend die Favoritin Kahaya, die gesetzte Stute. Eine Runde von dem Ziel an der Seite von Girl of Many Missions, zweite Zwischenzeit 16-2. Eine Führung, die Kahaya bis ins Ziel halten kann. Und das sieht hier sehr souverän aus. Kahaya ist vorn, kam von Platz 2. Da hat den Vorteil momentan Untouchable. Aber die ersten 3 Plätze reichen. Der überlegene Erfolg für Kahaya. Zweiter Platz für Untouchable und dritte Girl of Many Missions. Ja, in den Endlauf war het ganz einfach. 13,5. Maar ik vond het een tolle Leistung van die Stute. Ik was echt meer dan tevreden über die Stute. Und los geht's mit dem zweiten Vorlauf. Und damit gleichzeitig die heute wohl einfachste Entscheidung für jeden Wettteilnehmer. Avalon Mist hat in den Büchern die Nase unbestreitbar vorn. Kein Wunder, so konnte sich die Stute doch sowohl im Trabertempel von Vincennes als auch beim überlegenen Sieg in der Stutenabteilung des Buddenbrock-Rennens beweisen. Ja, wir sind natürlich favorisiert. So, letztes Rennen war ganz gut und heute ist auch ein gutes Rennen für ihn und die Stute ist gut, hat gut trainiert und gut gereist. Nur das Nummer ist nicht optimal, 8, aber ja, es ist noch erste Reihe oder für die Stute ist es egal. Die kann von vorne, aber die kann auch von hinten. So, wir gucken das mal an gleich. Ein haushoher Favorit also, doch das bringt den 12-fachen schwedischen Champion Björn Goop nicht aus der Ruhe. Der talentierte Catch-Driver startet mit seinem Einhorn Unicorn Diamond von der Startposition 2. Well, of course the goal is to try to win. That's the first main goal. And the second goal is, you know, to make as good as possible with the horse. Because you don't always have the chance to win, but you have to do the best at least. Avalon Mist weiterhin klar voraus. Robin Bakker sitzt ziemlich ruhig. Avalon Mist vor Unicorn Diamant Nagama, außen Iris F. Boko. In der Distanz Avalon Mist ist vorn. Unicorn Diamant setzt noch einmal nach, aber es sieht alles gut aus für Avalon Mist. Die gewinnt es vor. Unicorn Diamant Nagama wird Dritte. Wir haben die Stadt genommen und haben das angeschaut, wie das geht. Und dann bin ich nach 200-300 Metern nach vorne gefahren. Und wenn ich einmal vorne war, dann hat es gut gereicht für die. Und weiter geht's mit dem dritten Vorlauf des Stutenderbys 2018. Im 7er Feld ist es wieder Deutschlands Goldhelm Michael Nimczek, der mit seiner braunen Laura Vici überzeugen will. Seine schärfste Herausforderung ist Bayerns Donna Granata, geführt vom heute bereits siegreichen Rudolf Haller. Und im 8. Rennen mit der Donna Granata, da habe ich höhere Erwartungen. Sie ging vor 4 Wochen oder 6 Wochen war das in Berlin ausgezeichnet, in einer ganz schnellen Zeit, ganz alleine immer vorne weg. Und sie ist zwar ein sehr faules Pferd, aber sie geht immer weiter dann zum Schluss. Und ich hoffe, dass ich mit ihr unter den ersten 2, 3 sein kann. Ein faules Pferd, das heute eher fleißig
unterwegs ist. Donna Granata, außen Laura Vici, dann Leighton Mbo, die kann jetzt nach außen. Donna Granata in der Mitte, Laura Vici, dann Leighton Mbo. Donna Granata, Granata zieht wieder durch. Donna Granata, sehr phlegmatisch, gewinnt aber ihren Vorlauf. Dahinter wird Laura Vici Zweiter und Dritter wird Leighton Mbo. Vierter Smilla, letzte Zwischenzeit, 11:06. Ja, sie ist natürlich eine verdammt gute Starterin und mit ihr kann man ganz am Startauto dran sein und richtig beschleunigen, die ersten 200 Meter. Dann muss man immer ein bisschen arbeiten mit ihr während dem Rennen, weil wenn sie alleine vorne ist, ist sie immer sehr faul. Aber sie packt dann richtig an, wenn außen einer kommt und es stimmt mich sehr optimistisch für nächste Woche. Und zu guter Letzt der vierte Vorlauf des Stutenderbys 2018. Und in dem gibt es nochmal einen Leckerbissen. Dion Tesselas schöne und vor allem schnelle Stute Isabella Boshöwe. Schon im letzten Jahr konnte das Pferd hier beim Derby das Auktionsrennen für sich entscheiden und auch der Jugendpreis ging an die Dreijährige. Wenn man Tessela über das Tier reden hört, bekommt man das Gefühl, das Duo kann gar nicht verlieren. Ja, das ist Isabella Boshöwe. Ja, die kann vom Start snel, aber die kann auch van de Rug af. Dus dat is in principe. Macht het niet zo kans veel uit of die van een roek afgeeft of van de spits afgeeft. We varen gewoon van start op los en dan koeken we wat we mogen. Of we inparkeren aan de ene kant en zitten een keer op een roek. Of de ouders om de spits te nemen. Ja, dan moesten we koeken wie dat loopt. Isabella Boshöwe komt weer met duidelijke voorsprong op de zielgerade voor Bretigny. In der Distanz Isabella Boshöwe im Vorteil vor Bretigny. Außen kommt Luciana Bo, in der Mitte Olena. Nur die ersten drei erreichen das Finale. Hier wird es noch eng um die Plätze fürs Finale. Vorne alles klar, Isabella Boshöwe gewinnt überlegen. Platz 2 für Luciana Bo, dritte wird Olena. Und nur Platz 4 für Bretigny, fünfte Calaminta. Aber eigentlich ein klein bisschen gleich wie Gaia. Vom Start auf nicht alles riskiert. Mache ich im Finale und er musste schon laufen bleiben und dann hatte ich selber gedacht, dass ich den Besten hatte. Und ja, das hat ich gezeigt auch. Er hat leicht gewonnen und ja, alles wunderbar. Alles super. Das waren die Vorläufe zum Stutenderby, meine Damen und Herren. Und wir sehen uns morgen zu den Vorläufen zum Hengste-Derby. Der zweite Tag beim 123. Deutschen Traber Derby wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.